360 Football hier mit einem neuen Video. Heute eine ganze Trainingseinheit für Kinder, für den schwachen Fuß. Und wie immer, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu unseren Personal Trainings, Supplements, Trainingsprogramme und so weiter. Aber labern wir nicht zu lange und legen direkt los. Bevor wir starten, sehr wichtig zu erwähnen, schwachen Fuß trainieren, das ist schon sehr spezifisch und da muss auch die Motivation vom Kind selber kommen, das zu tun. Also hier zuerst einschätzen, ist das Kind schon so weit, dass man so ein spezifisches Training machen kann oder nicht. Wenn es noch nicht so weit ist, würde ich eher noch ein bisschen warten. Nicht, dass dem Kind die Lust am Fußball vergeht, aber wenn es schon ein bisschen merkt, um was das es geht und sowieso sehr viel Freude am Training hat, dann kann man so eine Trainingseinheit sehr gerne mal einbauen. Wir starten mit Ballhandling, um so schnell wie möglich ganz viele Ballkontakte zu sammeln und diese Feintechnik aufzubauen. Erste Übung, Außenseite, Innenseite, kann man hier ganz langsam starten, um ein bisschen dosieren zu können, außen, innen und ein erstes Gefühl für den schwachen Fuß zu entwickeln. Pro Ballhandling-Durchgang kann man ca. 20-30 Sekunden machen. Das kann man auch mehrmals wiederholen. Gesamthaft sagen wir ca. 15 Minuten Ballhandling ist sicher sehr, sehr gut. Kommen wir zur zweiten Ballhandling-Übung. Hier geht es darum, mit der Sohle zu ziehen und so einen weiteren Teil des Fußes zu brauchen und ein Gefühl dafür aufzubauen. Kann man ganz langsam auch starten. Mit der Zeit kann man schneller werden und als Bonus rein theoretisch sogar den Blick vom Ball etwas lösen. So, kommen wir nun zur dritten Übung. Hier machen wir die Übung mit dem Vollspann. Also das heißt, man spielt den Ball mit dem Vollspann nach vorne, holt dann den Ball wieder. Dann kann man den Pinguin hier machen, das spielt keine Rolle. Dann wieder mit links. Immer so. Immer diese Übung so. Und hier kann man auch ein bisschen riskieren, den Ball ein bisschen schneller nach vorne. Dann muss man den Ball auch wieder ein bisschen schneller nach hinten ziehen. Tack, tack, genau. Okay, Übung Nummer 4. Die ist jetzt ein bisschen schwieriger für die Kinder. Hier braucht man sicherlich Geduld. Wichtig hier, ich gehe jetzt mit dem linken Fuß auf den Ball. Wenn ich den Ball nach hinten ziehe, springt mein Standbein nach vorne. Das heißt, es verschiebt sich. Das heißt, tack, tack. Dann holt man den Ball wieder, tack, tack. Wiederholen, tack, tack. Immer so. Wichtig hier, wie gesagt, ist Geduld, dass das Kind den Ablauf ein bisschen checkt. Tack, tack. Eins, zwei. Immer so. Da ist es wirklich gut, mein Stammbein springt nach vorne und das andere zieht den Ball nach hinten. Ganz einfach. Papp, papp. Als zweites gehen wir in die Ballführung rein, ca. 10 bis 15 Meter Abstand, hoch und runter. Auch hier geht es wieder darum, viele Ballkontakte zu sammeln mit dem schwachen Fuß, jetzt aber in der Bewegung vorwärts. Ich zeige mal die erste Übung. Gesamthaft machen wir 4 Übungen. Es gibt natürlich noch viele weitere Varianten. Hier die erste, zweimal Innenseite, zweimal Außenseite, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Dafür bietet sich ja auch eine Linie an als Referenzpunkt. Dann dasselbe wieder nach unten und das Ganze kann mal 2-3 Mal wiederholen. Zweite Übung ist auch wieder ein Aufbau von der Ballhandling-Übung von vor. So, dann mit links ziehen, mehrmals Innenseite, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6 und so weiter.
einfach mit der linken Sohle dann ziehen und das Ganze wieder runter. Man kann es dann auch schneller nacheinander machen, tak, 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 drüber, drüber und das Ganze somit etwas steigern. So, kommen wir nun zur Übung 3. Hier nehmen wir nur die Sohle mit, das heißt, das Kind stellt sich so hin und man zieht den Ball immer über das Standbein. Immer ziehen, ziehen, ziehen und dann das gleiche wieder zurück. Wichtig hier, so oft ziehen wie es geht, das heißt nach jedem Ziehen direkt wieder ziehen. Ziehen, tak, 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 tak. Jetzt kommen wir zur vierten Übung hier. Jeder Schritt ist eine Berührung. Das heißt, man spielt den Ball, man führt ihn und jeder Schritt. Und hier, wenn das Kind das Ganze besser kann, dann kann man das Ganze auch schneller machen. Und logischerweise den Blick auch manchmal lösen, okay? Im dritten Teil versuchen wir ein paar Jonglierübungen zu machen, natürlich. Für viele Kinder noch sehr, sehr schwer, speziell mit dem schwachen Fuß. Darum starten wir hier ganz einfach. Am Anfang nur schon dosieren zu können, wie man nach oben kickt. Also Ball in der Hand, nach oben kicken, festhalten. Ganz einfach. So üben, dosieren, dass der Ball auf die richtige Höhe kommt. Das ist mal eine Variante. Zweite Variante ist hochspielen. Ball geht an den Boden, hochspielen. Kann man alles jeweils ein paar Minuten üben. Und wenn ein Kind das Ganze schon besser kann, kann man hier zum Beispiel zweimal schwacher Fuß, einmal starken Fuß als dritte Variante. Nach den Jonglierübungen würden wir es empfehlen, mit einer Wand zu spielen für die Pässe und die Ballannahmen. Dafür haben wir ein separates Video. Dort gibt es ganze Übungen für die Passqualität mit der Wand. Direkte Pässe, Annahmen, Innenriss, Außenriss. Ganz wichtig, dort ganz viele Wiederholungen machen. Wir hier auf dem Platz haben leider keine gute Wand zur Verfügung. Aber sonst gibt es das fast überall irgendwo auf dem roten Platz. Sei es auch bei einem Block, beim Haus. Auch wenn der Ball ein bisschen springt, die Wiederholungen dort sind extrem wertvoll. Jetzt gehen wir aber in die nächste Übung, dass das Kind das Ganze auch selbstständig machen kann. Erster Ballkontakt, ein bisschen aus der Luft. Erste Übung hier ist ganz einfach, Ball nach oben spielen, mit dem schwachen Fuß annehmen. Für die meisten Kinder einfacher, wenn sie ihn zuerst mit der Hand nach oben spielen. Das ein paar Mal üben, man kann dann mit der Zeit auch ein bisschen höher rauf spielen. Und so das ganze Übung. Wenn jetzt ein Kind schon jonglieren kann, empfiehlt es sich natürlich, den Ball mit dem Fuß hoch zu spielen und dann runter zu nehmen. Als zweite Übung dasselbe, aber hier den Ball schon ein bisschen in den Lauf mitnehmen. Und hier kann das Kind wirklich trainieren, das Timing sauber zu haben. Also der Ball geht an den Boden und dann mache ich den ersten Kontakt in den Lauf. Sogenannter Dropkick. Dasselbe mit der Außenseite. Hier üben, den Ball einzuschätzen und auch hier wieder, wenn das Kind schon sehr stark ist, das Ganze aus dem Jonglieren rausmachen. Kommen wir zum letzten Teil, zu den Abschlussübungen. Sicher das, was am meisten Zeit braucht oder Geduld. Und hier gibt es viele Eltern, die verzweifeln, aber wichtig zu wissen, das andere, was wir bis jetzt gemacht haben, ist in der Regel deutlich wichtiger. Diese Grundtechnik aufbauen. Schuss ist eher Bonus, aber kann man und sollte man sich auch mal mit dem schwachen Fuß einbauen. Wir starten meistens mit Abschlüssen aus dem Stand, wo das Ziel einfach ist, dass die Kinder lernen, etwas Spannung im Fuß aufzubauen. Und das ist auch der Coaching-Punkt hier. Ja, das sollte sich nicht mehr zu stark bewegen in diesem Bereich, ein Gefühl dafür zu kriegen, dass hier, ja, wenn man jetzt hier
draufschlägt, der sollte sich nicht mehr bewegen. Die Distanz zum Tor muss gar nicht groß sein, sondern wir schauen einfach darauf, dass man die ersten Bälle Richtung Tor bringt. Man kann mit der Innenseite starten, so einfach in die Ecken spielen, Ball wiederholen, wieder ein kleines Ziel nehmen in der Ecke, kann auch flach sein am Anfang und so das Ganze steigern. Wenn das schon sehr schwierig ist, würde ich nur bei dem bleiben und erst danach das Ganze etwas schwieriger machen. Wie machen wir es schwieriger? Indem wir den Ball zuerst ein bisschen antippen, vielleicht ganz wenig mehr Distanz, Ball antippen, Abschluss. Das auch wieder mehrmals wiederholen und da kann man auch ein Penaltyschießen einbauen, wo die Kinder Freude haben als Beispiel. Wir empfehlen meistens bei den Kleinen noch mit der Innenseite zu starten. Wenn es dann darum geht, etwas mehr Power zu erzeugen, kann man auch zeigen, wie man mit dem Vollspann schießt, gestreckter Fuß. Wenn es darum geht, mehr Power zu erzeugen, aber das meistens im zweiten Schritt, kann man den Vollspann zeigen hier, wie man durchziehen muss. Standbein neben dem Ball, dann durchziehen, damit man auch mit dem schwachen Fuß ein bisschen Power erzeugen kann. Aber das ist in der Regel auch schon ein bisschen Bonus. Das war's mit dem Video. Eine ganze Trainingseinheit für Kinder, für den schwachen Fuß. Ja, vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung seht ihr auch die Links zu unserem Trainingsprogramm oder zu den Trainings. Wir sind in der ganzen Deutschschweiz vertreten, also unten kann man sich anmelden. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.